Hallo und willkommen bei einem weiteren Teil Tutorial C++. In dieser Folge geht es um verkettete Listen. Das ist jetzt das Thema, was als nächstes dran kommt. Darüber hinaus war das auch ein Wunsch eines Zuschauers. Es kommt ganz gelegen und ich werde entsprechend euch ein bisschen in die verkettete Listen einführen. Ich muss zugeben, das ist jetzt mittlerweile die dritte Aufnahme. Zwei Aufnahmen sind komplett zerschossen. Die erste ging 1,5 Stunden lang. Und da habe ich erst nach der Aufnahme gemerkt, dass da irgendwie Fraps nicht mit der Aufnahme klarkam. Da gibt es im Moment einen Bug, der mit der neuesten Fraps-Version sich ergeben hat. Das heißt, ich habe jetzt die neueste Fraps-Version und nun funktioniert es auch. Ja, mit solchen Dingen hat man hier natürlich immer zu kämpfen. Und die zweite Aufnahme lief auch nicht richtig gut. Da hat einfach ein anderes Aufnahmeprogramm zwischendurch einfach mal abgebrochen. Während ich aufgenommen habe, bereits, keine Ahnung, eine Stunde Aufnahme hatte. Aber gut, jetzt erzähle ich es das dritte Mal, nochmal, alles von vorne. Eieiei, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich auch an alles erinnern kann. Und ich hoffe, das eine oder andere geht nicht unter. Weil ich mal das Gefühl habe, oh, das hast du schon erzählt, das brauchst du nicht zu erzählen. Aber wir fangen ja komplett bei Null wieder an. Jetzt müsste ich natürlich gucken, wie führe ich da nochmal ein das Thema. Ja, man muss natürlich erstmal verstehen, was zum Kuckuck überhaupt verkettete Listen sein sollen und warum man das macht und was das für einen Sinn hat. Wir fangen mal an mit Arrays. Wir haben ja kennengelernt, dass man über Arrays, Zahlen, die Möglichkeit hat, mehrere Werte praktisch in eine kompakte Struktur zu packen, in ein Array hier in dem Fall, was ja im Prinzip eine Art Liste darstellt. Und hier ist es halt so wie das altbekannte Beispiel, mache ich mal wieder hier schon eine schöne Leiter, das vergrößere ich mal etwas, das hier, ach, das war es nicht, hier haben wir unsere typische Leiter, was den Speicher darstellen soll, und da haben wir halt entsprechend die einzelnen Werte gehabt. Und der Compiler hat sich darum gekümmert, dass praktisch die Werte kompakt hintereinander reserviert werden, sodass wir uns gar nicht darum kümmern müssen, die irgendwie logisch zusammenzuknüpfen. Und angesprochen haben wir die einzelnen Elemente über Indizes. Das ist der Vorteil von Arrays, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das vierte Element zugreifen wollen, müssen wir einfach nur angeben. Ecke Klammer 4 mit dem Array-Namen entsprechend. Und konnten auf das vierte Element zugreifen. Da haben wir uns keine Gedanken drüber gemacht, wie die Daten praktisch miteinander in Bezug stehen. Und bei verketteten Listen ist es so, bevor wir jetzt zu verketteten Listen übergehen, ein Problem bei Arrays ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt das vierte Element löschen möchte aus dem Array, geht ja ohne weiteres nicht. Ich könnte zwar dieses Element überschreiben, aber ich hätte immer noch diesen Index. Einfach rauslöschen geht natürlich nicht. Ich müsste hergehen und daraus einen neuen Array generieren, mir die vierte Stelle merken und sagen, okay, ich will jetzt aus diesen Zahlen ohne die vierte Zahl, möchte ich jetzt ein neues Array generieren und praktisch um die Liste aktuell zu halten. Und das ist natürlich ein bisschen umständlich. Umständlich insofern gehen wir davon aus, wir haben mehrere tausend Dateien, mehrere tausend Werte gespeichert, schlimmer noch tausend Objekte, die gigantisch groß sind, und da ist dieser Aufwand natürlich enorm hoch. Und der Sinn und Zweck halt ist bei verketteten Listen unter anderem, dass wir hergehen und es uns etwas vereinfachen, indem wir praktisch diese einzelnen Zugehörigkeiten, diese Indizierung praktisch uns ersparen, uns einfach sagen, wir behandeln die einzelnen Elemente für sich als einzelne Werte. Wir packen sie also aus dem Speicher raus. Oder ja, uns interessiert nicht mehr, dass es kompakt in einer Schachtel praktisch steckt, sondern wir betrachten die einzelnen Elemente für sich und geben den Elementen die Information dazu. Dein nächster Nachbar ist übrigens der hier. Dem sagen wir, dein nächster Nachbar ist der hier, dein nächster Nachbar der und der und der. Und so haben wir hier. Bei Arrays haben wir entsprechend die Indizes, auf die wir die einzelnen Elemente zugreifen können. Und hier haben wir halt die einzelnen Elemente selbst, über die wir auf die nächsten Nachbarn zugreifen können. Weil die wissen ja, hört zu, mein nächster Nachbar ist der und der und der und der. Und so können wir praktisch, indem wir die einzelnen Elemente durchwandern, auch eine Art Liste erzeugen.
Das heißt, dieses Prinzip von Listen kann man auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Einmal gibt es die Möglichkeit über Arrays, einmal gibt es die Vereinfachung über Vektoren, dass wir über Vektoren die ganze Sache etwas dynamischer gestalten. Und noch einfacher und toller und interessanter wird es, wenn wir ganze verkettete Listen erzeugen. Diese einzelnen Werte in der Regel, das ist ja das, was meistens eher verwirrt. Wir packen die einzelnen Elemente. Hier haben wir reine Integerzahlen nacheinander abgelegt. Und bei verkettete Listen ist es, wenn man es lernt und ja, eine Einführung erfährt in verkettete Listen, ist das Verwirrende meist, dass drumherum eine Struktur gebaut wird, das in der Regel Node genannt wird für Knoten. Meistens als Beispiel von Typ Struct. Und dass dieser Knoten dann praktisch einen weiteren Element bekommt, also nicht nur die Eigenschaft, den Wert an sich zu speichern, sondern eine weitere Eigenschaft, und zwar genauer gesagt einen Zeiger, der auf Node zeigt. So, und da spätestens dann sind die meisten schon raus. Das setzt also voraus, dass ihr ein bisschen Ahnung habt von Zeigern und wisst, was Zeiger überhaupt sind. Ich glaube, es müsste Folge 23 sein, plus minus, bin mir nicht sicher. Da habe ich Zeiger behandelt. Und ein, zwei Videos vor diesem hier habe ich Strukturen behandelt. Dementsprechend passt es ganz gut, dass wir zum Beispiel Struct machen. In der Regel nennt man es Node für Knoten. Man kann es aber nennen, wie man es möchte, da ist man nicht festgelegt. Und jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir wollen diese Zahlen, die in dem Array stecken, so managen, dass wir möglichst ja sie miteinander verknüpfen können. Wir brauchen also mehrere Informationen irgendwie, wo wir sagen, hör zu, das erste Element zeigt aufs nächste Element und so bla. Also ich kann ja nicht, ich kann zwar, jetzt muss ich mal überlegen, ich will eine Liste erzeugen von 5 Zahlen. Entweder packe ich sie in ein Array, da habe ich, brauche ich mich nicht drum zu kümmern, wie die miteinander in Agierung stehen. Unsere Indexierung, die wir hier zwangsläufig bei Arrays haben, sorgt automatisch dafür und wir können über die Indizes darauf zugreifen. Eine andere Möglichkeit ist, wir packen die einzelnen Werte nicht in ein Array, sondern in einen Knoten. Das heißt, dieser Knoten kann ein Int-Value aufnehmen und dabei lassen wir es erstmal. Sagen jetzt Node K1 für Knoten einzeln, nicht den einfach mal. Und K1 bekommt, wir haben kennengelernt im letzten Video über Punktoperator, greifen auf die innere Struktur. Das ist auch übrigens ein Grund, warum man meistens das als Structs als Beispiel nimmt. Bei Klassen haben wir das Problem, dass wir ohne weiteres nicht so auf die Elemente zugreifen können. Da müssen wir wissen, was Private und Public bedeutet und das macht es noch komplizierter. Dementsprechend bleiben wir erstmal bei Strukturen. Man kann es natürlich auch mit Klassen machen. K1 Value, zum Beispiel die 9. So. Dann erstellen wir einen neuen Knoten. K2 nenne ich den. K2.value bekommt den Wert. Boah, 20. Und hier haben wir jetzt die folgende Situation. Wir wollen diese beiden irgendwie in Verbindung miteinander bringen. Und das könnten wir halt so machen, dass wir praktisch, jetzt mache ich hier mal eine neue Liste, dass wir sagen, hier habe ich meinen K1 und du sollst auf K2 zeigen. Damit habe ich jetzt hier, ich bin im Main, eine gewisse Liste, die ich erzeuge, vom ersten Element zum zweiten Element. Und um das machen zu können, muss ich dem Knoten, was ja eine Struktur ist, noch eine weitere Eigenschaft mitgeben. Und das nenne ich Node Stern Next. Man kann es Next nennen, Right, Left. Da werden wir auch mit Left und Right können wir arbeiten für doppelverkettete Listen. Ich benutze gerne Next und Before. Das heißt, mein Next-Zeiger zeigt auf einen weiteren Knoten. Ich könnte jetzt sagen, so, da jetzt K2 existiert, kann ich sagen K1.next. Könnte ich jetzt aus Spaß hergehen und die Adresse von K1 selbst ihm mitgeben. Dann zeigt er praktisch hier auf sich selbst. Also dieses Zeigen ist eigentlich falsch. Es zeigt ja nicht irgends hin, sondern ich symbolisiere es hier nur mit einem Pfeil, dass das halt entsprechend einer Variable ist, das Adressen aufnimmt. Das heißt, hier drinnen gespeichert ist einfach nur eine Art Adresse. Und in dem Fall speichern wir hier drinnen eine Adresse und hier Value. Und in die Adresse bekommt jetzt entsprechend, der Zeiger meine ich, bekommt dann die Adresse, eine Adresse eines Knotens. Kann ich sagen K1 oder auch K2. Das macht mehr Sinn. Und jetzt haben wir es geschafft. Entsprechend
K1 auf K2 zu verweisen. Hier haben wir den Wert drin, 9, symbolisiert mit einem Pfeil, dass es praktisch hier auch ein, ja, eine Variable ist, das entsprechende Adresse speichert, auf einen nächsten Knoten. Das nenne ich mal K1, K2. K2 ist ja auch ein Knoten, das heißt, er kann auch einen Wert speichern. Was habe ich da gesagt? 20. Das ist eine komische 20. Kann ich das rückgängig machen? Da. 20, und der hat ja auch einen Pfeil, beziehungsweise auch noch ein Next. Und den müssen wir auch noch irgendwo hin zeigen. Und in der Regel macht man so, dass man immer gültige Werte gibt. Das heißt, K2 Next bekommt was? Null in der Regel. So haben wir einen Null Pointer. Wir können Null schreiben oder auch einfach die 0. In der Regel, ich mache es gerne so, dass ich einfach Null schreibe. Das ist ein konstanter Ausdruck für die 0. Und so sehe ich persönlich direkt, ah, alles klar, hier handelt es sich um einen Null Pointer. Das heißt, er zeigt auf einen Speicherbereich 0. Den gibt es tatsächlich im Speicher. Gibt es einen Speicherbereich 0. Und der zeigt dann dahin, dass wir halt keinen wahllosen Zeiger haben, der irgendwie irgendwohin ins Nirvana zeigt. So kann nichts passieren. Und somit, die 0 brauchen wir auch, denn das benutzen wir später als unser Endpunkt. Wenn der auf 0 zeigt, können wir uns merken, aha, wenn wir einen Knoten gefunden haben, dessen Next auf ein 0 zeigt, wissen wir, dass es unser letzter Knoten ist. Und unser erster Knoten ist halt entsprechend, müssen wir auch irgendwie markieren und merken, was ist denn unser erster Knoten gewesen. Hier haben wir es noch einfach, weil wir es K1 genannt haben. Aber wenn wir später diese Knoten im Heap-Speicher anlegen, können wir keine Variablennamen geben. Wir müssen uns anderweitig merken, was unser erster Knoten war. Das macht man dann in der Regel so, dass man dann einen Anker hat oder einen Startwert. Ich nenne es in der Regel gerne auch Start. Und da dem gebe ich dann entsprechend, also einen Startzeiger auf Node, dem gebe ich die Adresse von K1. Ich muss dafür sorgen, dass ich Start 1 nie verliere. Der Wert darf nie überschrieben werden, etc. Sonst haben wir ein Problem, weil wir den Anfangsknoten verlieren. Und wenn wir den verlieren, haben wir die ganze Liste praktisch verloren. Darum setze ich diesen auch auf konstant und habe dann entsprechend im Main auch immer einen festen konstanten Wert, der sich nie verändern lässt, und einen konstanten Mechanismus, wo next 0 mein Ende markiert. Und ihr seht hier, haben wir so eine Art Liste erzeugt. Erste Element, zweite Element, dritte Element. Beziehungsweise erste, zweite, das dritte gibt es nicht. Dritte sagt nur, ich bin ein 0. Dementsprechend ist das hier unsere Liste. Und dieses Mechanismus, diese Technik nutzt man halt, um sozusagen verkettete Listen zu erzeugen. Hier habe ich natürlich jetzt im Main diese Variablen, die Objekte statisch im Main drinne. In der Regel aber ist es so, wenn ich jetzt beispielsweise noch K3 erzeuge, bevor ich da jetzt in die eigentliche Thematik einsteige, mache ich das mal so, dass ich da noch ein K3 benutze. Der bekommt eine Value, sagen wir mal die 9. 9 habe ich schon, die 19. K3.next. Nicht vergessen, darauf müssen wir achten, dass wir immer dafür sorgen, dass unser letzter Knoten immer auf 0 zeigt, sonst haben wir später Schwierigkeiten. Und K2 hat ja auch noch einen Next, den wir auf 0 haben zeigen lassen. Der bekommt jetzt die Adresse von K3 und somit haben wir jetzt noch ein drittes Objekt. Wir haben jetzt K1, K2, das ist eine komische Schachtel. K3, der zeigt auf 0. K1. K2, K3, Start zeigt hierhin und somit haben wir eine Liste, eine einfach verkettete Liste, wo wir praktisch von einem Knoten zum nächsten über einen Zeiger mit einem Next-Zeiger praktisch referenzieren, drauf zugreifen. So, so viel dazu. Wenn ich diese Liste jetzt ausgeben möchte, kann ich das natürlich jetzt einzeln machen, wenn ich möchte. Ich weiß ja, ich habe K1, K2, K3, also kann ich direkt auf ihre Values zugreifen, ausgeben, aber ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Objekte eingreifen, sondern ich möchte jetzt über Start und über die Next-Zeiger der einzelnen Objekte möchte ich jetzt die Liste durchwandern. Weil das ist im Prinzip dieser Kern der Problematik, um das zusätzlich auch noch zu verstehen. Man lernt es in der Regel so kennen, diese Technik, dass man meistens auch gleichzeitig mit Zeigern zu tun hat und das verwirrt unnötig. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich Objekte erzeugt habe
und die ich direkt definiert habe, direkt mit dem Objektnamen. In der Regel aber sind diese Objekte im Heap-Speicher und man kann nicht auf diese Objekte direkt zugreifen. Man muss sich also irgendwie was ausdenken, wie man praktisch, darum brauchen wir diesen Start, der nie verändert werden darf, dass man praktisch die Liste nie verliert und immer wieder über den einen Schlüssel Start praktisch die Liste durchwandern kann und dann entsprechend die einzelnen Elemente beschreiben kann. Und bei der Ausgabe möchte ich das zeigen, dass ich praktisch dann über Start auf sein Value zugreife. Start zeigt ja aktuell auf K1, deswegen kann ich auf K1 sein Value direkt zugreifen. Dann kann ich sagen, ich möchte jetzt über Start auf das Next gehen. Der hat ja die Adresse von K2 und dessen Value möchte ich haben. Als nächstes möchte ich Start. Ihr merkt schon, es wird immer länger. Start zeigt jetzt auf K2. K2 hat einen Next-Zeiger, der auf K3 zeigt. Und K3 wiederum hat ein Value. Stellt euch vor, wir haben jetzt 100 Elemente. Wir müssten praktisch 100 Mal irgendwie Next miteinander verketten. Und das wäre ekelhaft. Das ist also jetzt die Schwierigkeit mit verketteten Listen. Man muss also jetzt zusätzlich noch was sich ausdenken, wie man es schafft, die einzelnen Objekte direkt zu, also, naja, dass man nicht immer über die Startzeiger praktisch alle Objekte durchwandern muss, sondern dass man praktisch sich was ausdenkt, wie man die einzelnen Objekte ansprechen kann. Und ich mache es in der Regel gerne so, dass ich praktisch, stellt euch vor, wir haben eine Schülerliste, eine Klasse, und dass diese Knoten sind einzelne Schüler, die praktisch Händchen halten. Der Paul hält Händchen mit Lisa, die Lisa mit Maike und die Maike entsprechend mit niemandem gerade. Und der Lehrer, wir haben jetzt einen Lehrer, der geht jetzt zur Lisa und zum Paul und sagt, hör zu, wer ist dein nächster Nachbar? Er sagt, das ist die Lisa. Läuft der Lehrer dann zu Lisa, fragt ihre Werte aus, fragt, wer der nächste Nachbar ist, läuft dann zum nächsten und so weiter. Das heißt, wir haben einen Lehrer, ihr seid jetzt der Lehrer und ihr springt praktisch von einem Schüler zum nächsten und fragt ihn aus, wer ist dein nächster Nachbar, wie heißt du, wie ist dein Name und bla. Und so haben wir eine verkettete Liste, die wir durchwandern. Und zwar haben wir einen, praktisch einen Zeiger, ein Objekt, ein Element, das die einzelnen Objekte praktisch auch direkt ansprechen kann. So haben wir es immer über Start gemacht. Das heißt, dass hier würde der Lehrer den Paul fragen, seinen Wert fragen. Dann würde er den Paul fragen, wer ist dein Nachbar. Dann würde er zum Nachbar gehen, dessen Wert fragen. Und im nächsten Schritt wieder sagen, Paul, wer ist dein Nachbar? Lisa, Lisa, wer ist dein Nachbar? Also das ist Blödsinn. Der Lehrer geht nicht immer wieder zurück zum ersten Schüler, um die ganze Liste zu durchlaufen, sondern er bleibt einfach da stehen, wo er ist und geht einfach weiter, bleibt da stehen, geht weiter, bleibt da stehen und so weiter. Das heißt also, falls ihr es nicht versteht, was ich meine, aber das dürfte gleich klar sein. Ich brauche so eine Art Zeiger, einen zweiten Zeiger, den nenne ich in der Regel aktuell. Und er zeigt als erstes auf Start, also auf K1. Ich kann auch K1 hinschreiben, aber auf Start. Und dieser aktuelle Zeiger soll jetzt entsprechend den Lehrer darstellen. Das heißt, bei der Ausgabe möchte ich jetzt sagen, cout aktuell, der zeigt ja aktuell auf Start, gibt ein Value aus, dann wandert aktuell weiter. Der sagt hier, bevor ich es ausgebe, verändere ich mein aktuell und sage, so, jetzt nehme ich einen neuen Wert an und zwar gehe ich zum Nachbarn von dem aktuellen Schüler aktuell. Next, ich hole die Daten des nächsten Schülers und gehe, also die Adressierung zum nächsten Schülers und gehe dorthin, nehme diesen Wert an. Und jetzt kann ich dann wieder über diesen Ausdruck den Wert des anderen Schülers erfragen, weil ich gerade bei einem anderen Schüler bin. Ja, aktuell hat ja hier an dem Fall den Wert Start, aber durch die Zuweisung haben wir gesagt, hör zu, Start, dein Next zeigt auf den übernächsten, also aktuell zeigt er hier auf Paul. Und sagt, Paul, wer ist denn dein Nachbar? Die Lisa. Und die Information Lisa wird dann gemerkt. Und aktuell ist dann jetzt bei Lisa. Holt die Werte wieder über dieses Prinzip. Actual Value, die Wert von Lisa. Und ich überschreibe aktuell dann wieder und sage, wer ist jetzt denn dein Nachbar? Somit kann ich über diesen Mechanismus wieder den Value-Wert von dem nächsten Schüler ausgeben. Und hier seht ihr schon, hier haben wir keine Verkettung, keine Kaskadierung. Unser Next-Next-Next-Zeiger, die wachsen nicht mehr. Wir haben immer diese zwei Befehle, die sich wiederholen. Und das ist das Stichwort, wiederholen. Wir können jetzt endlich daraus eine Schleife machen.
mit der Struktur vorhin, dass sie immer mehr Next-Zeiger hatten und über Start alle Elemente mal durchwandern, wäre das ein bisschen schwieriger gewesen. Hier haben wir jetzt praktisch tatsächlich einen Zeiger, der praktisch hier die einzelnen Elemente durchwandert und sich die Position merkt und direkt darauf zugreifen kann. So eine Art Hilfszeiger. Diesen Mechanismus nutze ich jetzt, indem ich sage, eine Schleife programmiere und dann praktisch nur noch diese zwei Befehle immer ausführen muss. Das erleichtert uns einiges. Man könnte jetzt eine Vorschleife machen, man müsste dafür sich die Elemente merken, wie viele Nodes habe ich denn jetzt und dann könnte ich so auf die Schleife laufen lassen. Das möchte ich aber nicht. Ich weiß ja die Information, irgendwann habe ich einen, der auf 0 zeigt, das ist mein Ende und mein Start ist mein Anfang. Das heißt, ich mache eine While-Schleife. Und da bin ich frei vom Prinzip des Zählens und kann einfach meine Schleife darauf hin programmieren, dass er immer funktioniert, egal wie viele Elemente ich habe und mir nicht die Anzahl der Knoten merken muss. Ich muss halt nur darauf achten, dass mein letztes Element unbedingt auf 0,0 zeigt. Wenn nicht auf 0,0 zeigt, habe ich ein Problem. Weil ich muss ja jetzt sagen, aktuell wandert ja immer. Das heißt, irgendwann wird aktuell durch diese Zuweisung hier den Wert 0 annehmen. Gehen wir davon aus, aktuell ist beim letzten Schüler und fragt, auf wen zeigst du denn? Und er sagt, ich zeig nirgendwo hin, ich habe eine Wand vor mir. Und dementsprechend steht plötzlich der Lehrer vor der Wand. Das heißt für ihn, alles klar, abbrechen. Also können wir einfach sagen, while aktuell. Das funktioniert, weil while, for, if, else, etc. Die erwarten hier eine Fragen nach einer Bedingung. Und wenn die true ist als Ergebnis, dann ist die Schleife, dann wird die Schleife durchlaufen. Ist sie false, dann nicht. Da wir ja hier einen Null-Pointer haben, wird das als false interpretiert. Genau wie die Integer-Zahl 0 als false interpretiert wird, wird auch null die Adresse als 0 als false interpretiert. Das heißt also, aktuell kriegt irgendwann den Wert 0 durch diese Zuweisung. Und wenn er dann den Wert 0 hat, soll er nichts mehr ausgeben, weil das geht ja eh nicht mehr und die Liste ist durchlaufen. Das heißt, wenn ich das jetzt ausgebe, müsste ich eigentlich alle Elemente ausgegeben bekommen. 9, 20, 19. Das funktioniert jetzt. Aber nur, weil eben mein letztes Element auf 0 zeigt. Wenn ich dieses hier auskommentieren würde, dürfte ich einen Fehler bekommen, einen Laufzeitfehler. Hier seht ihr einen Laufzeitfehler, weil diese Schleife nie zu Ende kommt. Oder auf den Speicherbereich zugreift, auf den er keinen Zugriff hat. Denn er nimmt jetzt den Next-Wert von dem letzten Element an und der ist ja nicht definiert. Der zeigt irgendwo hin und damit kann das Programm nichts mehr anfangen und stürzt ab. Also sorgen wir dafür, dass wir unbedingt dafür sorgen, dass mein letztes Element auf eine 0 zeigt und so haben wir praktisch den 0-Pointer sozusagen als unsere Endmarkierung. Start ist immer unser Anfang, darf nie verloren gehen und 0 ist unser Ende. Und so können wir weitere Elemente einfügen, die wir miteinander verketten. Sagen K2, du zeigst jetzt K1, du zeigst jetzt nicht mehr auf K2, du zeigst nämlich jetzt auf K3. Das kann ich aber noch nicht machen, das mache ich hier am Ende. Ich gebe also die Liste aus, gebe es dann nochmal aus und sage aber, bevor ich sie ausgebe, verbiege ich jetzt meine Strukturen etwas. Ich mache mal ein Cout noch, ein Endline, damit man die Listen unabhängig voneinander etwas sehen kann. Und sage jetzt einfach K1. Punkt Next, du hast nicht mal die Adresse von K2, sondern du kriegst jetzt die Adresse von K3. Und K3 Punkt Next, du kriegst nicht mehr die Adresse von 0, sondern du zeigst jetzt auf K2. Und K2 ist ein Next, muss auf 0 zeigen, damit wir auch irgendwo ein Ende haben. Und somit haben wir jetzt zwei Objekte miteinander vertauscht. Wichtig ist hier noch aktuell wieder auf Start zu setzen, weil der fängt ja von vorne an zu zählen. Das heißt, ich muss praktisch vom ersten Element wieder hochwandern. K1 ist ja immer noch mein erstes Element geblieben, deswegen kann ich jetzt hergehen und sagen, aktuell ist Start. Ich fange wieder bei Start an zu zählen, weil Start fest immer auf K1 zeigt. Wir haben hier festgelegt, dass unser Startpunkt immer K1 ist. Und da wir K1 ja immer noch als erstes Element bezeichnen, also K1 zeigt auf K3, K3 zeigt auf K2 und K2 auf 0. Das heißt also, K1 ist zwangsläufig immer noch richtig, unser erstes Element. Aktuell bekommt wieder den Startwert und fängt wieder beim ersten Element an zu zählen und wandert wieder hoch. Jetzt gucken wir mal uns das Ganze mal an. Hier haben wir die erste Ausgabe, hier die zweite und hier sehen wir, hier ist die 19 und 20 vertauscht worden. Also K2, K3 wurden vertauscht. Ja, und ja, so im Prinzip funktioniert das Ganze.
Ich könnte jetzt aber hergehen und die eigentliche Einführung in diese Thematik ist meist so, dass man sagt, ich lösche das mal raus, das lösche ich mal weg, die Ausgabe lasse ich mal, die untere mache ich aber weg. So, dass ich sage, ich habe ja hier einen Knoten. Also ein Compiler weiß, was Node ist. Ich habe hier einen Startzeiger. Das heißt, ich kann ja eine Adresse aufnehmen. Und ich gehe her und mache gleichzeitig den da. Im Heap-Speicher reserviere ich mir jetzt einen Knoten und dessen Adresse speichere ich mir in Start ab und sichere ihn mir. Zusätzlich mache ich const, das heißt, Start kann nirgends mehr hinzeigen, zeigt immer auf dieses eine Element. Das Element kann ich jetzt über Start ansprechen. Wir wissen ja, wenn wir über Start, über einen Zeiger auf die Elemente zugreifen wollen, auf die Start zeigt, machen wir in der Regel eine Dereferenzierung. Das heißt, wir müssen Start dereferenzieren, um dann auf die Elemente zu, also das Objekt, also das Element, auf dem Start zugreift, auf dessen Werte möchten wir zugreifen. Das müsste, ja, wie gesagt, zu Thema Zeiger habe ich ja schon eingeführt. Da wird es erklärt. Da wir hier aber auch nicht auf eine Variable zeigen und die Variable, die Wert der Variable nicht rausholen können, sondern das ganze Ding ist ja ein Node, das ist eine Struktur. Das heißt, wir müssen jetzt zusätzlich noch in die Struktur hineingreifen und das machen wir mit einem Punkt. Und entsprechend Value. So, hier haben wir natürlich jetzt einen Fehler. Das liegt daran, dass wir hier dafür sorgen müssen, mit runden Klammern, dass als erstes dereferenziert werden soll und dann über Punktoperator auf das Wert zugreifen soll. Das sehen wir, wenn ich das jetzt mal wegmache und so mache, dann sehen wir auch den schon den Vorschlag. In der Regel lernt man es aber nicht so kennen. Man macht es in der Regel so, dass man sagt Start, File, Next, gleich 50. Das bedeutet, diese Schreibweise ist Next, Quatsch, Value. Diese Schreibweise ist synonym zu dem hier zu betrachten. Und zwar, das ist das gleiche wie das hier. Start wurde differenziert. Da das ein Objekt ist, muss ich über einen Punkt entsprechend auf seine innere Struktur zugreifen. Das klammern wir ein, damit wir die Priorität als erstes das hier ausführen lassen und dann das ganze Ding. So würde der Compiler versuchen, das zu interpretieren und an das und das wäre ein Fehler. Also er soll erst referenzieren und das als ob das Objekt, was dann da ist, dessen Wert zugreifen. Ein, zwei Videos vorher, Strukturen, da wird das erklärt, wie man auf die innere Struktur zugreift. Und das hier, das ist eine Objektüberladung, dieser Pfeil soll halt symbolisieren, dass wir praktisch hier über einen Zeiger auf die innere Werte zugreifen wollen. Und das ist einfach da so überladen, dass es nichts anderes ist wie das da hier. Als erstes wird das dereferenziert und dann wird auf Value zugegriffen. Zu viel dazu. Jetzt haben wir also Value von diesem Knotenpunkt geändert und wollen natürlich noch hergehen und weil wir gelernt haben, gültige Werte immer und so, ne? Next gleich now. Und so haben wir dafür gesorgt, dass wir jetzt ein Objekt haben im Heap-Speicher. Jetzt mache ich mal wieder ein neues Form. Das machen wir mal so. Da ist unser Main. Da haben wir einen Startzeiger. Und das Äußere soll unser Heap abbilden. Und der zeigt jetzt auch einen Speicherbereich, das ja ein Node ist. Das heißt, der hat ja auch einen Zeiger und ein Value. Da habe ich jetzt schon vergessen, was ich abgelegt habe. Die 50. Das heißt, dieser Knoten hat keinen variablen Namen mehr. Aber entsprechende Adresse, die Start gespeichert hat. Das heißt, hier haben wir eine Adresse und Start merkt sich diesen Punkt. Den haben wir auf Null gesetzt. Und gut ist. Jetzt könnten wir hergehen und sagen, statt das Null zu machen, zu sagen, hier, du bist auch ein New Node. Also wird im Heap irgendwo noch ein Knoten erzeugt. Damit es hier schön übersichtlich bleibt, mache ich diesen Knoten nicht hier unten, sondern ich mache es direkt daneben. Und dessen Adresse kriegt sein Next. Also dieser Next hier kriegt die Adresse von dem hier. Dafür sorgt entsprechend unser Befehl new, der liefert praktisch die Adresse von diesem neuen Objekt an hier zurück und wird dann entsprechend im Start diesem new zugewiesen. So, und
Der hat auch einen Zeiger und ein Feld, wo er eine Variable aufnehmen kann. Und die können wir jetzt auch beschreiben. Und wir können es beschreiben, indem wir über Start auf Next gehen und dessen Value gleich 4 beispielsweise. Jetzt haben wir hier eine 4 reingeschrieben. Sein Pointer soll ja auch auf Null zeigen. Next. Next. Ihr merkt wieder, wie die Ausgabe von vorhin. Irgendwie wird war da was länger. Das ist ne, so eine Sache. Aber es geht ja noch. Jetzt gehe ich her, statt Null zu machen, mache ich hier auch ein New Node. Was habe ich da gemacht? Ich habe wieder das gleiche gemacht wie hier oben. Ich habe hier praktisch wieder im Heap die Anweisung gegeben, hör zu, reservieren wir mal einen Speicher von Größe Node. Und die Adresse wird entsprechend diesem Next hier zugewiesen. Das ist das hier. Da sind wir in diesem Element und wir merken, es wird irgendwie, naja, wieder unschön. Jetzt will ich das letzte Element dessen Value haben. Also ihr merkt, dass das verschachtelt sich immer mehr, wie wir es eben das Problem hatten mit der Ausgabe. Und das ist natürlich auch nicht schön, wenn wir wieder 100 Elemente haben. Das heißt, auch hier brauchen wir so eine Art Hilfszeiger. Den nenne ich einfach aktuell. Und der ist automatisch erstmal bei Start am Anfang. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Knoten erzeugt haben, sagen wir aktuell, du wanderst einfach mit. Du nimmst jetzt immer den Start Next an. Also nicht Start Next, sondern aktuell Next. Und somit ist aktuell jetzt der nächste Knoten nach dieser Anweisung. Den können wir jetzt streichen. Das heißt, wir können jetzt das wieder reduzieren, weil aktuell zeigt jetzt auf den nächsten Knoten und dessen Value haben wir jetzt aktuell. Und aktuell muss dafür sorgen, dass er jetzt auch diesen Knoten annehmen kann. Das machen wir, indem wir das wieder so schreiben. Und jetzt zeigt aktuell auf das letzte Element. Und jetzt können wir wieder über aktuell direkt über Value dann den Wert beschreiben. Wir sehen hier wieder, wir haben sowas wie Wiederholungen. Das heißt, wir können hier wieder eine Schleife programmieren. Das mache ich nur, um euch dieses Prinzip klar zu machen, was wir uns einfallen lassen müssen, um das irgendwie verallgemeinern zu können. Und hier können wir jetzt eine schöne Verallgemeinerung machen. Wir können jetzt eine Schleife drumherum programmieren und sagen, erstell mir mal 10 Knoten oder mach eine Abfrage, willst du einen neuen Knoten, willst du einen neuen Knoten, willst du einen neuen Knoten, willst du einen neuen Knoten? Und immer wieder dieses Prinzip machen, okay, jetzt habe ich neun Knoten, da ist aktuell hingezeigt neun Knoten, da zeigt aktuell hin. Und dann kann ich hier noch sagen, in der Schleife, welchen Wert wollen Sie denn einlesen? Und dann kann ich entsprechend variabel darauf reagieren und einen Wert zuweisen, die der Benutzer haben möchte. An der Stelle könnte ich halt einen Wert abfragen. Gehen wir davon aus, wir haben hier vor und ich will jetzt 10 Knoten erzeugen. Und dann könnte ich nämlich hergehen und sagen, ich möchte jetzt jedes Mal, wenn ich einen Knoten, wenn ich in der Schleife drin bin, möchte ich jetzt i für Start zuweisen, beziehungsweise nicht Start, sondern Aktuell. Und Aktuell Next kriegt einen neuen Knoten und zeigt auf diesen neuen Knoten. Bevor ich aber jetzt hergehe und auf diesen neuen Knoten zeige und nichts mache, wichtig, ich sage vorher noch hier, der zeigt auf Null, also das letzte Element, auf das aktuell ja markiert hat, der sichert diesen Next-Zeiger noch sicherheitshalber mit Null. Dann haben wir hier praktisch hier noch eine Sicherung eingebaut. Im ersten Durchlauf ist da eine 1, im nächsten Durchlauf 2, dann da 3 und so weiter. Das geht jetzt 9 Elemente lang durch. Ich führe es mal aus. Eigentlich müsste es jetzt funktionieren. Aktuell zeigt auch das letzte Element. Ich muss also hier auch noch dafür achten, dass aktuell wieder zurückgesetzt wird auf Start, um das hier ausführen zu können. Und hier haben wir von 0 bis irgendwas. Das heißt, das letzte Element hat keinen gültigen Wert bekommen. Was ist da passiert? Wir haben jetzt 10 Elemente. Und das 10. Element 0 bis 9 hat einen Wert bekommen. Das 10. Element hat keinen Wert bekommen. Jetzt müsste ich mal kurz überlegen. Kurz überlegen. Genau. Die Ausgabe sagt, ich wandere alle Elemente durch und breche dann ab.
Und hier haben wir gesagt, wir haben bereits das erste Element. Und im ersten Durchlauf haben wir nach dem ersten Durchlauf haben wir ein zweites Element. Das heißt, wir haben ein Element zu viel. Und diese eine zu viel wurde nicht initialisiert. Also wir haben hier den aktuellen Wert gesetzt und dann wurde eins reserviert und der hat keinen gültigen Wert bekommen. Das ist halt ein bisschen blöd gelaufen, diese Struktur, aber man muss halt sich dann entsprechende Methode ausdenken, wo wir diese Problematik halt einfach nicht mehr haben. Ich könnte mir da was einfallen lassen und das ein bisschen umstrukturieren, aber wir lassen es mal einfach dabei. Wichtig ist, kennengelernt zu haben, wie das Ganze funktioniert, worauf ich zu achten habe, dass ich einen Startpunkt habe, der auf die einzelnen Elemente verweist, dass ich praktisch nur über die einzelnen Elemente die Möglichkeit habe, auf die anderen Elemente zuzugreifen und darauf achten muss, dass ich aktuell sowas wie eine Art Endpunkt habe. Und das habe ich einfach so gemacht, dass ich sage, dein Next soll auf gleich 0 zeigen und gut ist. Wollen wir jetzt ein Element rauslöschen, dann müssen wir hier nach der Ausgabe, mache ich das, hergehen und sagen, aktuell soll wieder auf Start runtergeschraubt werden nach der Ausgabe. Ich mache dann noch ein Cout-Endline, damit wir einen Platz haben und die unterschiedlichen Ausgaben voneinander getrennt haben. Dann möchte ich aber nicht mal ausgeben, sondern aktuell soll alle Elemente durchwandern und sagen, if, wenn aktuell sein Wert ein Wert ist, den ich suche, zum Beispiel gleich, was habe ich denn dazu gewiesen? Ach so, wir haben eine Schleife von 0 bis 9, also bist du irgendwann Wert 4, möchte ich jetzt hergehen und dieses Wert 4 löschen. Was müssen wir denn alles machen, wenn wir einen Wert rauslöschen wollen? Wenn wir dieses Element rauslöschen wollen, haben wir das Problem, dass dieser Zeiger von dem linken Partner blöd gelaufen ist und wir den Zeiger des gelöschten Objektes nach rechts verloren haben. Das heißt, wir haben hier einen Bruch. Damit wir diesen Bruch nicht haben, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir, wenn wir dieses Element löschen wollen, dass wir diesen Zeiger anweisen, hierhin zu zeigen. Und dann können wir beruhigt dieses Element löschen und haben immer noch unsere Verkettung. Das ist halt das ist die Einfachheit, diese Möglichkeit mit verketteten Listen einfach Elemente rauszulöschen. Das muss ich jetzt machen. Aktuell zeigt aktuell auf das Element, was zu löschen ist. Das ist hier, das da. Da bleibt er stehen. Wenn ich 4 erreicht habe, bleibt er da stehen. Und jetzt muss ich sagen, aktuell kann ja seinen Vorgänger nicht sagen, hör zu, zeig jetzt auf meine Nachgänger. Da habe ich jetzt echt verloren. Das heißt, ich habe nicht mal die Möglichkeit zurückzuwandern und dem mitzuteilen, hör zu, ich gehe jetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Also muss ich sagen, dass ich hier so lange laufe, bis aktuell die ganze Liste durchwandere. Aber hier vielleicht sage, jetzt muss ich mir einen Mechanismus ausdenken, dass ich diesen Wert mir merke und speichere, bevor ich aktuell ist Start, aktuell ist immer 0 und bricht ab. Aktuell fragt, bevor wir ein Value ausfragen. Oh Mann. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich diese Stelle hier merke. Bevor ich das hier lösche. Aktuell zeigt auf den. Also muss ich sagen, aktuell, du hast ein Next. Da merken wir schon, das ist ein bisschen knifflig. Aktuell fragt sein Next und dessen Wert erfragt er und sagt, hör zu, mein nächster Nachbar, bist du die 4? Und ich bleibe somit nicht dastehen, sondern einen Schritt davor. Und kann dann entsprechend. Boah, das wird knifflig. Das sind also Sachen, mit denen man zu kämpfen hat. Vorbereiten wollte ich das nicht, weil es genau solche Dinge sind halt wichtig, dass man das mal durchgeht und durchkaut. Hier in der Anweisung habe ich gesagt, guck doch mal in deinen nächsten Nachbar rein und dessen Wert. Das heißt, wenn die hier drin sind, frage ich schon diesen Wert ab. Jetzt habe ich natürlich ein ekelhaft grün gewählt, was man kaum sieht. So, genau das möchte ich haben. Ich will hierhin zeigen, aber dessen Wert erfragen. Denn wenn ich hier weiß, der wird gelöscht werden, dann bleibe ich hier stehen und kann dann meine Löschung einbringen und diesem Next sagen dazu, bevor ich lösche.
verbiege ich den erstmal. Das heißt, hier sage ich jetzt erstmal, dass mein Nachbar, also Aktor, Next, der Nachbar hat ja Next-Zeiger. Und des Next-Zeiger sage ich, nee Quatsch, was mache ich denn? Doch, das Aktor Next jetzt überschrieben wird mit dem Next-Zeiger von meinem Next. Also, ne, dieser Next, der hat ja Next-Zeiger, der wird, kriegt jetzt, also, muss ich eine passende Farbe wählen. Dieser Nachbar, den ich ja über mein Next anspreche, hier, hat ja auch ein Next und dessen Wert will ich haben. Weil ich will diese Adresse haben, um diese Adresse dem hier zuzuweisen. Das heißt, ich zeige dann hier hin. Bevor ich das mache, wenn ich das jetzt mache, verliere ich diesen Wert. Das heißt, ich muss mir das irgendwie sichern. Das zu löschende Objekt wird also erstmal irgendwie gemerkt. Also brauche ich einen weiteren Zeiger, den ich nenne in der Regel Temp. Könnt ihr auch zu löschendes Objekt nennen oder so. Und ich merke mir jetzt erstmal dieses Actual Next. Und dann kann ich Actual Next überschreiben. Das heißt, jetzt habe ich hier die Verknüpfung von dem zu dem erzeugt. Ja, noch mehr Farben, dann wird es noch unübersichtlicher. Sehr schön. So. Und darauf zeige ich jetzt über Temp. Darauf zeige ich jetzt über Temp. Und den lösche ich jetzt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Delete Temp. Weil wir es mit New reserviert haben, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir es auch bitte mit Delete löschen. Auch wenn das Programm zu Ende ist, es räumt auf, das ist auch wichtig. So, da wir jetzt die vier gefunden haben und gelöscht haben, können wir auch die Schleife beenden, müssen nicht abwarten, bis wir am Ende angekommen sind. Das Problem ist, stellt euch mal vor, wir sind hier am letzten Element angekommen. Aktuell ist noch nicht null. Aktuell ist noch gültig. Das heißt, in diesem Fall springt die Schleife nochmal rein. Diese Bedingung aber, was macht die Bedingung hier? Die sagt doch, greif auf das Next von, greif auf den Value von deinem Next rein. Also, greif auf den Value von deinen Nachbarn rein. Oh, da gibt es ein Problem. Das ist ein Null und wir werden hier, spätestens hier wird das Programm crashen. Wenn wir also versuchen, das letzte Element zu löschen, bleibt aktuell zwangsläufig hier stehen. Oder beziehungsweise, ja, Moment mal, doch. Wenn wir kein Element gefunden haben, das wir zu löschen haben, läuft die Schleife zwangsläufig bis zum Ende und fragt irgendwann auch die Null nach seinem Value. Und da crasht das Programm am Ende. Also müssen wir noch zusätzlich darauf achten, dass wir am Ende, oh, das wird jetzt ein bisschen umständlich, dass wir sagen, ich möchte so lange laufen, wie die Bedingungen lasse ich einfach mal, aber diese Abfrage mache ich nur. Also ihr seht schon, das ist ein bisschen unschön programmiert. Jetzt habe ich wirklich eine Verschachtelung von Bedingungen etc. Man kann das so gestalten, dass es entweder umständlich wird oder einfach schön programmiert ist. Aber hier geht es nur darum, dieses Prinzip zu verstehen. Letztendlich ist es euch überlassen, wie ihr das löst. Hier haben wir die Problematik, dass wir da jetzt aufpassen müssen, dass wir, wenn wir beim letzten Element angekommen sind, dass wir den Null gar nicht erst erfragen. Das heißt, das darf nie passieren. Wann darf das nicht passieren? Wenn aktuell next und das ungleich. Wenn also aktuell next nicht 0 ist, dann kannst du nach dem Wert erfragen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Und somit müsste die 4 gelöscht worden sein. Und dementsprechend mache ich wieder hier die Ausgabe dahinter, um zu gucken, ob die 4 jetzt draußen ist. Führ es mal aus. Und hier habe ich eine Endlosschleife erzeugt. Wo habe ich denn eine Endlosschleife erzeugt? Delete Temp Break. Ich habe eine Endlosschleife erzeugt, weil er hier. Nein. Ich muss mal gucken, wo die Endlosschleife ist.
Das ist halt immer das Problem, wenn man einfach blind losprogrammiert, dann ist es halt so, dass man meistens mit Problemen hängt und ja, aber das gehört nun mal dazu. Das wisst ihr ja hoffentlich mittlerweile. Na, kommt davon, wenn ich 10 Ausgaben habe. Dann habe ich hier spätestens bei der 4 müsste ich da reinspringen. Ach so, natürlich. Jetzt habe ich mein Problem erkannt. Das wird ein bisschen blöd. Das mache ich ein bisschen anders. Das kommt weg. Wenn aktuell next. Mache ich es, um es nicht so unnötig zu verwirren. Gleich 0 ist. Ups, dann mache ich eine 0 und 7 draus. So. Dann möchte ich gerne hier ein Break haben. So. Oder ich gehe her. Ja, ich mach so. Guck ich mal, ob es jetzt läuft. Immer noch nicht. Aktuell next ist gleich 0. Dann mach Break. Ansonsten aktuell wird next. Ach so, natürlich. Ich habe hier, oh Mann. Ich muss meine aktuell auch ändern. Also wenn das nicht der Fall ist, muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass mein aktuell verändert wird. Das heißt, eigentlich ist dieser Mechanismus Quatsch. Was mache ich denn da? So. Oh Mann. Muss ich das auch so machen? Eigentlich schon. So. Jetzt habe ich natürlich hier irgendwie was zerschossen. Das letzte Element verwirrt mich. Damit das nicht unnötig noch zusätzlich verwirrt, mache ich mal so, dass ich sage, dass ich da noch eine 10 zuweise. Und dann fange ich von vorne an, mache meine Ausgabe von 0 bis 10. Dann habe ich einen Bruch und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, die 4 ist gelöscht, aber das bis zu 4 ist irgendwie was passiert. Hier. Das darf ich doch gar nicht machen. Aktuell next. Aktuell ist aktuell next. So, das ist eigentlich das, was ich wollte. Ich muss ja über aktuell weiter wandern und weitersuchen. Und so habe ich jetzt, was ich wollte. So. Oh Mann, solche Probleme erscheinen nun mal. Wie, am besten kann ich euch empfehlen, versucht das erstmal immer wieder, das nicht im Kopf zu machen, welches Objekt ist jetzt wie wo vorhanden und wer ist mit wem verknüpft, sondern versucht es auf Papier zu lösen und auf Papier niederzuschreiben, wie ich es hier in Paint mache. Deswegen mache ich das Ganze, dass ihr hier ungefähr eine Vorstellung habt, wie man das angehen könnte. Und ja. So. Und da habe ich genau. So. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe in der nächsten Schleife, ich habe ja eine Schleife programmiert, die in der Lage ist, bei der Ausgabe, hier sieht man es schön, alle Werte zu durchwandern, überall in den Aktuellzeiger. Der fängt an bei Start zu zählen, gibt den aktuellen Wert aus und er verändert sich. Das heißt, ich muss den nächsten Element annehmen. Das nächste Element. Und das habe ich hier vergessen vorhin. Deswegen hatten wir eine Endlosschleife. Das ist im Prinzip auch das Gleiche. Ich prüfe, wenn aktuell nicht 0 ist, dann nehme ich die nächste Adresse. Aktuell nicht 0 ist, nehme ich die nächste Adresse. Diese If-Bedingungen prüfen nur, wenn mein Next ein 0 ist, dann breche ich ab. Dann brauche ich erst gar nicht hier reinzugehen. Wenn der aber nicht 0 ist, mein Nachbar also nicht auf 0 zeigt, dann kann ich auch meinen Nachbarn befragen. Und das mache ich dann.
Dann befrage ich meinen Nachbar und sage, hör mal zu, bist du die 4? Ja, dann merke ich mir den Nachbarn über Temp. Ich sage, hier Temp, merk mal diesen Heinz davon. Dann sage ich, hier, mein Nachbar, gib mir doch mal bitte die Adresse, auf den du zeigst. Und ich nehme diese Adresse an und verliere somit meinen Nachbarn. Temp hat sich aber diesen Heinz gemerkt und löscht ihn. Und dann brauchen wir die Schleife nicht weiter zu durchwandern, weil wir haben unser Ziel erreicht und brechen die Schleife ab. Ansonsten brechen wir sie nicht ab, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wandern wir hierhin und wir wandern jedes Element durch und durch und durch, bis wir irgendwann hier reinspringen und brechen ab, weil Element gelöscht. Oder hier brechen ab, weil nächster Nachbar ist ein 0 oder eine 0. Kann man so oder so sehen. So. Und dann entsprechend aktuell wieder auf Start gesetzt, um dann die komplette Liste wieder auszugeben. Das heißt, ich musste nicht hergehen und das vierte Element, was ich gelöscht habe, praktisch die ganzen nachfolgenden Elemente auf die vorherige Position schieben, wie ich es in einem Array hätte machen müssen. In einem Array hätte ich gesagt, wenn ich das vierte Element rauslösche, dann müsste ich die restlichen, die dahinter folgen, alle um eins nach oben schieben. Diese Problematik haben wir umgangen, indem wir einfach hier den gelöscht haben und dem gesagt haben, du zeigst jetzt hier hin. Und schwupps, haben wir die Sache erledigt. So, das dazu.